Es gibt heutzutage so krank ausgedachte Methoden, um PCs zu hacken. Und nein, die sind nicht alle hier Coding und hier Schwachstellen finden. Nein, die meisten richtig krassen Hacks gehen über die menschliche Psyche oder die Schwachstelle Mensch eben. Security Awareness. Wir schauen uns heute an, warum Security Awareness ein so wichtiges Thema ist heutzutage. Vielleicht weißt du gar nicht, was Security Awareness heißt, Sicherheitsbewusstsein. Und das ist heutzutage wichtiger denn je. Denn wie du vielleicht schon gehört hast, ist der Mensch die größte Schwachstelle. Um diese zu verkleinern oder sogar komplett wegzunehmen, gibt es Security Awareness Schulungen. Diese bewirken, dass ein Angestellter oder du oder ich weiß, was passieren kann, wie Hacker vorgehen, um dich anzugreifen oder dich auszunutzen, um deine Firma oder deinen Computer zu hacken. Und das ist natürlich sehr wichtig, denn wenn dein Computer gehackt wird, kann von diesem Computer über das ganze Firmennetzwerk oder dein Netzwerk zu Hause weiter gehackt werden. Also deine Eltern können dann gehackt werden oder eben die ganze Firma. Es kann dann auf die Server zugegriffen werden. Jetzt noch mal ein privates Beispiel. Einer aus deiner Familie oder jemand von den Bekannten bekommt eine E-Mail, in der drin steht: Bitte ändern Sie Ihr Amazon-Passwort, denn hier wurden verdächtige Vorfälle gefunden. Und die klicken auf den Link zum Passwort ändern, tippen hier ihre E-Mail und ihren Passwort ein. Schon ist das Passwort bei den Angreifern gelandet. Die kaufen dann schön über den Amazon-Account ein oder holen sich Kreditkarteninformationen, je nachdem. Das ist auch Security Awareness. Also es ist nicht nur im Firmenbereich, es ist auch im privaten Bereich. Deswegen gibt es das Video auch hier auf diesem Channel. Also, diese Attacken sind inzwischen so gut, dass selbst mir das ab und zu passiert, dass ich es auf dem ersten Moment nicht sehe, sondern erst nachforschen muss und dann erkenne. Und ja, Leute, ich beschäftige mich schon sehr lange mit dieser Thematik. 95% aller Cybersicherheitsvorfälle ist auf die Schwachstelle Mensch zurückzuführen. Deswegen ist es umso wichtiger, die Schwachstelle Mensch zu verringern. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber wir können das minimieren. Und wir können das sogar auch messen. Hornet Security hat ein sehr gutes System, ein Score-System entwickelt, um eben die Security Awareness oder das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu überprüfen durch regelmäßige Tests und regelmäßige Schulungen. Denn das Thema ist nicht mit einmal abgehakt, so einmal hier ein Video angeschaut oder einmal eine Testkampagne durchgeführt, wo ein paar Fake-Mails rausgeschickt wurden. Nein, das bleibt dir ja nur, sagen wir, ein Monat oder ein paar Wochen im Kopf. Das muss immer wieder aufgefrischt werden, damit du aktuelle Beispiele, aktuelle Angriffe bekommst und eben das nicht in Vergessenheit gerät. Wenn einmal ein Fehler passiert, kann schon das ganze System infiziert sein oder die ganze Firma. Deswegen Security Awareness. Hacker holen sich immer den niedrigsten Apfel. Also die klettern nicht auf den Baum ganz hoch und holen sich den schwersten Apfel, nein, die holen sich immer die leichteste Frucht. Und das unten sind eben die Mitarbeiter. Oben drüber kommen Schwachstellen, Exploits. Die sind viel schwieriger zu holen. Ein Exploit zu finden ist viel schwieriger, als jetzt hier nur halben Baum hochklettern und irgendeinem Mitarbeiter eine Fake-Mail zu schicken oder einen Fake-USB-Stick zu geben. Deswegen greifen die meisten Hacker die Mitarbeiter an, weil es eben leichter ist. Es ist viel leichter, den Kopf von jemandem zu hacken, als hier ein IT-System, das von ganzen Cybersicherheitsabteilungen abgesichert wird. Security Awareness ist einfach die Stärkung der menschlichen Firewall. Hornet Security hat einfach den Zeitgeist getroffen und sich nämlich auf die größten Schwachstellen der IT-Sicherheit spezialisiert. Das ist einmal E-Mails. So viele Fake- und Phishing-Mails kommen heutzutage auf E-Mail-Adressen. Und zum Zweiten die menschliche Schwachstelle. So viele Phishing-Social-Engineering-Attacken gehen auf den Menschen. Und diese beiden Punkte, da ist Hornet Security drauf spezialisiert. Und das finde ich auch top.
Jetzt haben wir noch ein Beispiel für dich. Es gibt auch eine Social Engineering Attacke. Da zieht sich ein Angreifer einfach eine Uniform an von einem Maler oder Mechaniker oder Elektroniker und hat eine Leiter unterm Arm und einen Werkzeugkasten. Und dann geht er mit diesem Werkzeugkasten in die Firma rein, an die Rezeption und sagt, er müsste mal in den Serverraum, um hier einen Rauchmelder zu wechseln. Und viele, die nicht geschult sind oder das noch nie gesehen haben, glauben dem natürlich, denn der hat eine Leiter, einen Werkzeugkasten und eine Jacke an und sagen, okay, ja, ich sperre dir schnell den Serverraum auf, dann kannst du den Rauchmelder wechseln. Ja, nur dass der dann das ausnutzt, kurz schaut, bis jemand nicht da ist und steckt den USB-Stick in den Server rein und hier wird automatisch Schadcode dann auf die Server geleitet. Das ist eben Social Engineering und da reicht es auch nicht nur einen Mitarbeiter zu schulen, da müssen alle geschult werden und keiner darf vergessen werden, nicht mal die Putzfrau. Denn sogar die Putzfrau kann einen PC haben, der eben Netzwerkzugriff hat und von dem kann natürlich dann auch weitergegangen werden. Wenn die Putzfrau einen USB-Stick ansteckt oder ihren PC nicht sperrt, das gehört auch dazu, und da irgendjemand Fremdes hingeht und dann hier Unfug treibt, das kann nämlich auch schon dazu führen, dass die ganze Firma richtige finanzielle Schäden erleiden kann. Und auch bei dir zu Hause, das ist nicht nur ein Thema für Firmen, das ist auch ein Thema für dich, deine Familie, deine Bekannten. Davon kannst du mehreren erzählen, das schadet nicht. Denn du kriegst zu Hause auch Spam-Mails, Phishing-Mails oder vielleicht findest du mal auf der Straße einen USB-Stick und willst schauen, was drauf ist und da ist ein Virus drauf. Kann auch passieren. Oder vielleicht liegt der USB-Stick im Briefkasten. Es gibt heutzutage so krank ausgedachte Methoden, um PCs zu hacken. Und nein, die sind nicht alle hier Coding und hier Schwachstellen finden. Nein, die meisten richtig krassen Hacks gehen über die menschliche Psyche oder die Schwachstelle Mensch eben. Das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein. Erzähl deinen Eltern zum Beispiel, sie sollten aufpassen, wenn sie in öffentlichen WLANs gehen. Sie sollten nicht jeden USB-Stick anstecken. Sie sollten sehr genau hinschauen bei E-Mails. Das sind solche drei Punkte, die mir gerade spontan eingefallen sind, die du allen deinen Bekannten einfach generell mal erzählen kannst. Das kannst du dir vorstellen wie beim Zahnarzt. Du gehst ja einmal im Jahr zum Zahnarzt und schaust, ob alles passt. Du gehst ja nicht erst zum Zahnarzt, wenn deine Zähne schon Löcher haben oder so. Das machst du ja nicht. Du machst es davor, lässt dir ein bisschen erzählen, was über Zähne, wie du putzen sollst, lässt die Zähne vielleicht auch nochmal reinigen. Und so kannst du es bei Security Awareness auch vorstellen. Du hörst dir das an, du machst das, lässt dich schulen, bevor ein Cybersicherheitsvorfall entstanden ist. Und du tust das auch wiederholen, auffrischen, jedes Jahr zum Beispiel. Wenn das Loch schon drin ist, ist schon zu spät. Wenn der Cybervorfall passiert ist, ist auch schon zu spät. Hornet Security hat hier ein sehr gutes System entwickelt, denn die haben dafür einen Score entwickelt, um zu schauen, wie die Mitarbeiter gerade so sind, welches Level sie haben. Haben sie ein hohes Sicherheitsbewusstsein oder ein niedriges? Wenn sie ein niedriges haben, müssen sie halt mehr Schulungen gucken oder kriegen mehr Phishing-Mails, damit sie mehr erkennen, was eine Phishing-Mail ist und werden halt besser geschult. Oder bei dir zu Hause, ein falscher Klick kann deinen ganzen PC lahmlegen. Alles verschlüsseln, Steuererklärung, deine Spiele löschen, deine Accounts klauen, dein Konto leerräumen. Keine Grenzen, alles. Alles, was du digital machst und du machst heutzutage sehr viel digital. Glaub mir, das ist ein sehr wichtiges Thema und Firmen und du solltest auf jeden Fall dein Sicherheitsbewusstsein schulen und dir genau solche Videos wie das hier anschauen, damit dir eben kein Schaden entsteht. Dann schauen wir uns mal an, wie Hornet Security das Ganze löst. Sie fangen erstmal an mit Informationsbeschaffung durch Datenbanken, OSINT, also Social Media und eben E-Mail-Adressen. So, dann wird hier eine Spear-Phishing-E-Mail erstellt. Also Spear-Phishing bedeutet, diese E-Mail ist genau auf eine Firma oder genau auf einen Angestellten der Firma optimiert. Und dann wird diese E-Mail hier erstellt und an den Nutzer gesendet.
dieser hat dann die Mail auf seinem Computer und hat jetzt zwei Optionen. Einmal, er klickt auf den Report-Button, also er erkennt, dass es eine Phishing-Mail ist. Oder er klickt auf den schädlichen Link und landet auf der Virusseite sozusagen. Beides wird getrackt und hier in diesem Center, in diesem Security Awareness Center, das wir gleich auch sehen werden, angezeigt, wie gut eben sein Verhalten war. Diese Daten können dann vom Security Officer, also von dem IT-Sicherheitsbeauftragten, nochmal angesehen werden und dann eventuell nochmal nachgeschult. Dann kommen wir jetzt zur Oberfläche. Ich weiß, manche interessiert das auch. Jetzt kommen wir zum Technischen. Wie schaut das Ganze denn auch aus? Hier haben wir, wie gut der Sicherheitsscore ist von dieser Firma. Dann sehen wir hier auch nochmal grün, wie viel schon komplett ist, also wie viele Leute das Training schon abgeschlossen haben. Wie in Gelb, wie viele angefangen haben und in Rot, wie viele noch nicht angefangen haben. Hier unten sieht man, wie viele Angestellte es insgesamt gibt. Und man kann hier schön sehen, wie die ganzen Mitarbeiter hier immer besser geworden sind, bis sie dann irgendwann in diesem nicht mehr so kritischen Bereich sind, in der Protect Zone. Genau, ein Employee Security Index heißt das Ganze, ESI. Wenn du jetzt nicht gehackt werden willst und deine Firma sicherer machen willst, schau unter dem Video. Hier findest du einen Link zu Hornet Security.